Mal gespannt wie ein Flitzebogen, ob das die letzte Nacht sein wird. Ich hasse den Raketenstart. Ganz ehrlich, ey. Der ist so nervig. Komm, ich muss durch, ich bin Arzt. Aha. Ist übrigens wie ein 400er-Rennen. Ja, und wir gucken einfach mal, ob wir heute das letzte Teil bekommen. Oder ob wir von der Polizei gecatcht werden, was natürlich sehr doof wäre. Der hat da vorne aber auch Termine, ne? Der muss aber ganz schnell weg, du. Bleib mal hier. Danke für die Bande. Okay, jetzt darf ich keinen Fehler machen. Ich glaube, das Rennen habe ich noch nie gewonnen, ne? Das 400er-Rennen, ich war immer nur, wenn, war ich mal auf dem zweiten oder so, aber gewonnen habe ich das Rennen, glaube ich, noch nicht. Also müssen wir jetzt mal gucken, dass wir das Rennen hier mal gewinnen. Oh. Okay, yo, hier links. Oh Mann, erst 50% gleich, meine Herren, was für ein Stress. Ich kann aber auch keinen Abstand aufbauen, ne? Der will irgendwie, der will nie, der Typ. Also eng Fehler und ich bin wieder auf Platz 2, das ist so nervig. Piss dich, Mann! Aber sieht ja bis jetzt ganz gut aus, ne? Bis jetzt kann man nicht meckern. Oh, LKW! Auto! Aber ich habe bis jetzt noch keinen Unfall gebaut, ne? Also Respekt. Bin schon stolz auf mich, so ein bisschen. Oh nee, ist mir das nicht beim letzten Mal auch passiert? Ist mir das nicht genau an der... Ach Mann! Das ist mir doch genau an derselben Stelle letztes Mal auch passiert. Dass ich einfach geradeaus fahre. Wieso fahre ich eigentlich immer hier geradeaus? Ich bin immer so ein Flow. Och, Alter, Mann. Wieder nie geschafft, weil ich Idiot gerade ausfahren muss. Wie schon gesagt, ich glaube, das ist mal genau an derselben Stelle letztes Mal auch passiert. Na gut, ist halt so. So, nehmen wir direkt das Rennen hier. Sowas ist echt nervig. Wenn immer wieder derselbe Fehler passiert, das ist echt nicht gut, ne? Boah, ey, das triggert mich jetzt mega, ne?
Ich hätte das Rennen gewinnen können, aber da ich so scheiße fahre, habe ich das nicht gewonnen. Hallo. Es reicht hier langsam, ne? Hallo. Ich weiß irgendwie gerade nicht auf der Strecke, wo ich hier Nitro geben soll. Ist mir alles hier viel zu gefährlich. Ey, das triggert mich jetzt gerade mit dem ersten Rennen, ne? Das ist so nervig. Ich hätte das so gerne ja, abgeschlossen auf Platz 1, weil ich glaube, wie schon gesagt, ich glaube, das Rennen haben wir noch nicht geschafft auf Platz 1. Das ist schon ein bisschen nervig, ne? So ein ganz kleines bisschen. Aha, Mutti. Gut, dann haben wir hier direkt das nächste Rennen. Wir könnten eigentlich gleich, nach dem Rennen machen wir gleich mal hier Heatstufe 3 Rennen schon mal. Aber ich kann ja hier schon mal auf Heatstufe 4 gehen. Mal gucken, ob wir das schaffen mit dem Rennen. Und dann können wir vielleicht nach dem Heatstufe 3 Rennen direkt Heatstufe 5 machen. Das wäre praktisch, Mensch. Und da hätten wir auch das letzte Teil und dann machen wir noch ein Tagrennen, wie versprochen. Eine Abkürzung kann man sein, ne? Muss man nicht machen, aber kann man machen. Wir hatten bis jetzt in keinem Rennen, also einmal ganz kurz, im ersten Rennen hatten wir ganz kurz noch mit der Polizei zu tun. Aber sonst, bis jetzt echt Glück gehabt, ne, muss ich mal sagen. Das ist irgendwie komisch. Das mag ich nicht, Mr. Cray. Ah, wenn man von Teufel spricht, guck mal. Ich glaube, die verfolgen schon. Nee, also die fahren einfach weiter, guck mal. Die fahren einfach weiter. Was für Schlawiner. Hi. Du weißt doch gar nicht, wer Spinnenmann. Spinni der. Ich bin andere. Ich falle keine illegalen Rennen. Ich probiere einfach nur. Na, ich muss meine Reifen ein bisschen warm machen. Mehr mache ich doch gar nicht. Und nebenbei ein bisschen Sachbeschädigung, gut. Ja, okay. Das ist doof, ich weiß, aber. Boah, Alter, wie die Polizei. Holy moly.
Ey, nie anschubsen. Hallo. Kann selber fahren. Danke für die Bande. Ich müsste ja eigentlich Platz machen, ne? Die Polizisten scheinen hier irgendwo einen Einsatz zu haben. Und die wollen einfach nur durch. Macht mal eine Rettungsgasse, ihr Idioten. Ey, hallo. Hallo. Ich muss hier lang. Was ist denn los bei dir? So, dann könnten wir eigentlich schon mal zum Rennen fahren. In der Hoffnung, dass wir vielleicht die Polizei loswerden. Ups. Warte mal. Wir haben doch hier die Möglichkeit, die Leute loszuwerden. Das sollten wir vielleicht auch mal nutzen. Oder auch nicht, weil ich zu dumm dafür bin. Bei der einen Rampe war ein Polizist, da konnte ich gerade nicht lang. Und bei der anderen Rampe, keine Ahnung, wollte ich nicht lang. So, nochmal. Haha, geil. Verdammt nochmal, mein Wagen ist vollkommen schrottreich. Und unsere Zielperson ist auch weg. Der Wagen muss irgendwo in der Nähe sein. Also macht euch auf die Suche. Tschüss. Runter mit dir. Okay. Fahren die jetzt alle in eine Richtung? Dann fahren wir jetzt hier runter. Gut, dann fahren wir wieder hier drauf. Och Mann, ihr nervt mich. Bis euch. Oh, Alter. Kommt der nächste. Okay, der fährt da lang, das ist okay. Fährt er bei mir lang? Ja, macht er. Guck mal, da ist ein Tag. Seht ihr das gerade? Da ist ein Tag. Moment mal, hier ist ein Tag. Tag. Ein Tag. 6 von 8. Gut, können wir losfahren. Oh Mann, da ist immer noch ein Polizist. Verpiss dich, Mann. Ich hab Termine. Wir haben es geschafft. Okay. So, jetzt müssen wir das natürlich noch gewinnen. Es wäre natürlich am besten, wenn wir das jetzt noch irgendwie schaffen. Pusterle, es tut mir sorry. Ich bin immer noch ein bisschen erkältet.
Was ist eigentlich, wenn ich hier Stufe 3 renne? Ah ne, man kann ja das Auto in der Nacht nie wechseln, ne? Ich wollte gerade sagen, wenn ich einfach hier Stufe 3 renne, dann freigeschaltet habe, dann ist es ja dann, wenn ich mit dem 400 plus Fahrzeug das geschafft habe, mit 400 plus Rennen. Ich hätte ja gedacht, was passiert, wenn ich einfach mein Fahrzeug wechsle, aber es geht ja glaube ich in der Nacht nicht, oder? Ja, läuft bei mir gerade, ne? Och, Alter. Mädel, pass auf. Ich kann hier gerade eine illegale Straße sein. Boah, verfolgt er die anderen zwei, Mann? Hallo? So ein nerviger Mensch, ey. Meine Herren. Verfolgt die ganze Zeit andere illegale Racer-Weste, aber sieht mich und dreht um. Will lieber mich jagen. Ja, das muss so. Ja, aber wie kannst du mich denn einholen? Ich hab doch gerade. Alter, ich geb grad Nitro. Verpiss dich, du ekliges Kind. Danke. Als ob ich das jetzt noch schaffe, ey. Krass, Platz 1 noch geschafft. Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass ich jetzt nur Platz 1 schaffe. Respekt. Okay, das heißt, wir können direkt zum Hitstufe 5 rennen, auch wenn wir das an sich gar nicht brauchen. Aber ich habe immer Angst, weil das hatten wir auch einmal, dass wir dasselbe Teil bekommen haben. So, machen wir jetzt einfach das Stufe 5 dann noch. Kann ich hier durchfahren? Oh, bitte. Okay, es hat nicht funktioniert. Schade. Ach Mann, da war Wasser. Ich war oben. Mann. Wie dumm, ich war oben. Gut, dann machen wir es halt so. Ihr ekligen. Hui, so, Hitstufe 5 Rennen. Mal gucken, wie wir uns so anstellen.
Oh, Mutti. Die soll ich mal was, die soll ich mal eine lange Hose anziehen. Ist kalt, Mann. Was sind wir denn hier bei? Wünscht ihr was oder was? Oder was? Oder wie? Oder wo? Oh, warum? So, lass mich vorbei, ich hab Termine. Entschuldigung. Tut mir sorry. Das wollte ich nicht. Es tut mir sorry. Schlag mich bitte nicht. Wen meinst du sonst? Wenn du nie den Rhino meinst, dann ja. Dann hör doch mal auf zu lügen, ne? Alter, wie hat denn der mich jetzt geholt? Doof? Hat er mich jetzt gerade wirklich so ein bisschen als Bande genommen? Das ist meine Technik, mein Plan immer. Hör auf damit. Alter, müsst ihr hier nicht bremsen oder was? Mann! Ich seh den nicht! Alter, ich hasse... Da ist ein Tag, ist mir scheißegal. Ich hasse... Polizei. Vor allem haben die es irgendwie scheiße gemacht, dass die irgendwie eher auf mich dann schnell den Fokus legen, ne? Dann sollen die das wenigstens so machen, dass auch die anderen Racer auch mega oft aufgehalten werden. Boah, geschafft. Tschüss. Der Schwachkopf fällt an. Ich hab das Ziel verwirrt, die aus den Augen. Das Geile ist, wir haben hier ein Dings, ne? Ein Unterschlupf. Wir müssen jetzt nur zum Unterschlupf kommen. Wen verfolgt denn der jetzt? Was ist mit denen los? Ey, scheiße! Das war dumm von mir! Ah, Mutti! Ah, noch geschafft, oder? Ja. Ich dachte, der bleibt jetzt da stehen oder so. Nee. Hier, ne? Hey, wir haben die Nacht geschafft. 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 So, jetzt müssten wir eigentlich... Ja. Damit haben wir das letzte Teil. Wieso steht hier auch neu? Hatten wir doch schon. Siehe, das meine ich nämlich. Das war so ein Teil, was wir schon hatten. Deshalb mache ich immer beide Rennen. Ich dachte irgendwie, man kriegt jetzt den Erfolg, dass man alle Teile freigeschaltet hat. Oder was fehlt denn hier noch? Als ob man da... Ja, ich glaube hier nicht, ne? Echt jetzt, als ob man dafür keinen Erfolg bekommt. Verarscht mich nicht. Seid denn ihr für Langweiler? Huh. Okay, das sind richtig langweilige Menschen. Ja, damit haben wir die letzte Nacht geschafft. Das heißt, wir werden
in der nächsten, letzten großen Folge Tagrennen machen. Mal gucken, ob ich das mit einem BMW mache oder mit einem Nissan oder ob wir uns einfach mal just for fun da nochmal ein neues Auto verkaufen. Werde ich mir noch überlegen und das war's dann. Also kommt jetzt noch eine Folge und dann habt ihr die Ruhe, da habt ihr eure Ruhe von mir. Und ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wir sehen uns definitiv, dativ, akkusativ in der nächsten Aufnahme. Bis dann, haut rein und tschüss!